Aufnahmen der Südseite des Gebäudes. Sie zeigen, wie stark die Feuer wirklich waren. Bisher haben die meisten nur Aufnahmen der anderen Seiten von Gebäude 7 gesehen, wo die sichtbaren Schäden wesentlich geringer sind. Richard Rotans hatte den Auftrag, die Schäden zu begutachten. Er war an der Südseite, nachdem Trümmer des einstürzenden Nordturms des World Trade Center in die Fassade eingeschlagen waren. Wir blickten auf die oberen